Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch dabei, in das Haus einzubrechen. Wir haben jetzt so hier schon mal die Wand aufgemacht und den Keystone rausgenommen. Jetzt geht's hier durch die Tür. Natürlich schon deutlich schneller. Oh, guck mal an. Mann, ihr habt ja richtig was geschafft. Ist das alles? Und dann auch noch unlocked. Echt jetzt? Old Sham Sandwich? Was ist denn das? Oh nein, Mann, die Kiste, die ich mir aussuche, ist gelockt. Ihr kennt mich doch mal. Nee, was ist denn ein Old Sham Sandwich? Eines der neuen Sandwiches. Mahlzeit. You feel sick, wenn man das isst. Kann ich mir vorstellen. Jo, mach mal. Oh, ich hab die Holzkiste bekommen. Ich hatte auch Holz bei mir. Aber keine Schlafsäcke. Sind hier Schlafsäcke irgendwo bei euch in der Kiste? Nee. Da ist noch ein Krabbler. Hört ihr das, was ich höre? Ich höre eine Horde, ne? Ja. Wir marschieren direkt da ins Loch rein. Das heißt, wir haben da gleich noch ein paar mehr dran. Ich hätte noch einmal Iron Leg Armor. Die Frage ist, wo sind ihre Schlafsäcke? Wer? Bei Sandra am Fuß. Echt? Zu spät, jetzt hat sie es eingesammelt. Nein, die haben keine Schlafsäcke. Das macht aber keinen Sinn. Oh. Das war's. Was ist denn hier mit der Tür? Kommt man da rein? Geht nach oben. Geht nach oben. Doch, Zombies sind hinten dran, Moment. Nehmen wir an, die haben ihre Schlafsäcke irgendwo außerhalb des deponiert. Ja, eine Horde. Die marschieren alle schön auf unser Haus hier zu. Oder auf das Haus hier zu. Keine Wunder, wir machen hier auch Party. Braucht ihr da unten Hilfe? Ach du Scheiße. Also ich hab noch 12 Schuss oder so. Also das sind noch mehr, ne? Draußen. Wollte ich nur sagen. Ach du Scheiße. Wir müssen die jetzt auch nicht alle töten, wir können auch einfach gehen, wenn es das hier war. Ich will meine Rate verbessern. Also ich glaube, ich habe mir sämtliche Knochen gebrochen, die ich habe. Okay, ich bin doch nochmal für den Leben mit oben rausgehen. Okay, gehen wir ich oben geh mal raus. Lieber.
Oh, okay, schnell rausrennen geht auch. Nee, bei mir nicht, ich kann nämlich nicht mehr rennen. Ich habe zweimal dieses gebrochene Knochensymbol. Das gibt's Arm und sogar Beine doppelt. Gebrochen. Wir haben hier ganz schön gewütet. Oh, hier hinten sind auch Zombies. Oh, hallo, hier ist ja auch einer. Oh, ich bin leer. Oh nee, ich bin gestunt. Ich glaub, der spinnt. No. Haut der mich? Okay, ein Notfall, was ich da oben hänge, ist mir jetzt gerade egal. Okay. Habt ihr genug Zombies gemetzelt? Ja, wir mussten ein bisschen unsere Dings verbessern. Der eine BR-Typ hat nämlich 840 Zombies. Okay. Da wollte ich jetzt nicht so weit hinten dranhängen. Sollen wir dann zum nächsten potenziellen Haus gehen? Ich muss mich erstmal erfahren. Ich würde mal sagen, ich würde mich auch gerne erstmal leer machen irgendwie. Gut. Ich meine, ich klaue zwar jetzt noch mal ein bisschen Brennmaterial hier mit. Na, trag mich. Wie geht nicht? Scheiß Spiel. Ne? Aber kannst du ihm Arsch schießen? Vielleicht läuft er dann schneller. Brauchst nicht mehr so lange laufen. Also ich glaube, dass das deren Basis für die Stadt war, um die Stadt zu plündern. Glaube ich auch. Ich glaube auch nur, dass das wie so eine Art Außenbasis war. Ich glaube, die haben einen oder mehrere Außenposten. Aber dann echt einen Außenposten mit 4 Keystones sichern? Ja, gut, wenn du hier durch die Stadt rennst, kriegst du ja alle Nase lang Keystones und was machst du dann damit? Puh, Außenposten bauen. Wir können ja auch mal noch 5 Stück bauen. Ja, aber das macht mir Angst, auf wie viel Keystones treffen wir denn bei deren Hauptbasis, weißt du? Also man muss es ihnen lassen, es war gut geschützt. Also wir haben ja jetzt ordentlich Zeit dran verplempert, kann man schon fast sagen. Luke, jetzt schleicht doch nicht so. Nimm mal die Beine in der Hand. Ja stimmt, die hängen hier nur noch am seidenen Faden. Also in der Kiste war von mir war wirklich nur Holz. Habt ihr auch hier diesen Grafikbug von den Felsen, die kaputt gegangen sind und dann noch teilweise in der Luft hängen? Nee. Nee, gerade nicht. Nur manchmal. Von diesen Ressourcenbrocken, die da so. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das hatte ich schon mal. Also jetzt aktuell wüsste ich jetzt nicht, wo ich einen finden würde, aber ich kenn's. Ich weiß, was du meinst jetzt. Meine Reihe, leer. Schon ein starkes Stück. Na gut, jetzt mal ganz ehrlich, also... Es ist ja nur die Zeit, die viel kostet bei TNT, sage ich mal so, ne? Weil ich meine so,
selber die Materialien für TNT, guck dich um, liegt überall. Also das ist jetzt nicht das Schwierigste. Es ist halt nur die Zeit, die drauf geht, um das TNT herzustellen. Ja gut, wenn du es natürlich noch schneller herstellen könntest, hättest du auch das Problem, dass es ein bisschen inflationär vorhanden wäre. Ja. Was macht eure Aufnahmezeit? 10 Minuten. Oh. Dann müssen wir doch unten rein spazieren. Mist. Ja, ist halb so wild. Man sieht ja, wie lange es dauert, sowas auszunehmen. Das stimmt. Kann ich euch meine Sachen geben? Warum? Dann. Ja, sieht man es dann auf der Aufnahme, oder? Ja, vielleicht auch. Mir könnte man mal den ein oder anderen Splint zusammenbasteln. Ah, ne, warte mal. Ich habe gar nichts. Ich habe keinen Platz für die Sachen, die du mir da hinwirfst. Und dann kurz ausladen gehen und dann nochmal. Ja. Derzeit kümmere ich mich mal um meine Brüche. Na, jetzt haben wir auch so viele. So viele Sachen. Wasser, ich meine, das ist bei uns schon Überfluss vorhanden. Antibiotika wäre vielleicht noch interessant. Aber auch ehrlich gesagt nur noch Antibiotika. Lalala, falsche Kiste, lalala, oh. Richtige Kiste. Ja, eine Kaffeeplantage haben wir ja auch schon angelegt. In der neuen Version kann man. Gott, was? Was machst du weg? Was ist jetzt los? Hab ich vom Mikrofon gefallen oder was? Ne, ich habe mich gerade verschluckt. Ach so. Okay. So, jetzt. Eine Kaffeeplantage haben wir uns auch schon angelegt. Das geht ja jetzt in der neuen Version. Kann man ja Kaffee pflanzen. Die kannst du ja zeigen. Das ist ja kein Problem. Ah, oh, nur noch 11 Spielstunden, dann ist mein Bein wieder völlig genesen. Nur 11 Spielstunden, ja, so. Ja, geschenkt. Nein. Hier wieder falsche Kiste. Oh Mann. Ich glaube, das Wasser mache ich einfach weg, weil wir brauchen das noch mehr Wasser. Ja, wir haben die ganze Kiste voller Tee übrigens. Könnten da kein Wasser mehr reinpacken. Essen nehme ich mit, kann ich ja so vernichten, wenn wir da rumlaufen. Ja. Sonst habe ich von denen ja nicht viel gekriegt. Wie Antibiotika halt. Ich werde mal ein bisschen aufforsten hier. Er ist der Förster. Falalala. Ich habe über einen Stack von, von Baumsamen rausgeholt. Wir haben übrigens 13 Schlafsäcke auf Vorrat. Okay. Wo ist denn eigentlich unsere Kaffeeplantage nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Hier auf dem Hügel. Meine Blickrichtung geradeaus. Ah. Oh, da ist gerade ein Baum vor mir in die Höhe geschossen. ganz links bei der Munition. Tür ist abgeschlossen. Nein, Standardcode. Ja. Genau. Warte, ich komme. Gute Idee. Am besten schreibe ich es direkt unter das Video. Ach so. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Da hat jemand Spikes hingebaut an den Abgrund. Hatte da jemand Langeweile? Nein, die benutzt unser verehrter Herr Nachbar Max, um damit die Tiere zu fangen. Und dann brauchen wir sie nur noch abernten. Funktioniert übrigens. Die spawnen da echt mittendrin, rennen in diese dämlichen Spikes rein, sterben halt und dann brauchen wir die wirklich nur noch abernten. Okay. Ich sehe, da hinten sind rote Spuren an den Spikes. So, da bin ich. Das ist das Ganze von oben.
Kaffee sind wir noch So. nicht komplett fertig. Zwei Stück müssen noch wachsen. Okay. Ich komme jetzt hoch, zu euch, dann kann ich den ersten schon mal entleeren. Entleeren, genau. Ich weiß es auch nicht, Ist ein aber scheinen Team. wir, glaube ich, gefunden haben, Ja, das habe oder? ich ihr das letzte Mal gefunden. Was hast du das letzte Mal gefunden? Renn doch nicht so weit, renn doch nicht so weit. Ich habe nur Antibiotika für dich, bitteschön. Das war's. Dafür komme ich hoch. Oh Du, Mann. ich habe noch ein bisschen mehr. Baumsamen, Nee, die hat er gepflanzt. ja. Ja, der noch in der Hand. Hält er mir gerade hin. So, als wenn er mir die anbieten möchte. Wer isst oder stirbt? Ah, ein Keystone hat er dabei. Mitgebracht. Fertig. Cool. So, das war's. Okay. Ich hab mal die Lichtung bewaldet. Ich sehe es. Habe ich auch schon mal aus Langeweile gemacht. Die wachsen Oben aber alles. ziemlich schnell, oder? Irgendwie schon. Also irgendwie sehr schnell. Ich habe die mal. Ja, du musst mal Baumwollplantage anlegen. Instant fertig. Du hast die Samen kaum gesetzt, da sind sie schon fertig. Das ist auch seltsam. Da sollten sie vielleicht, ja, da hinten auch. Blob, blob, und dann sind die Bäumchen da. Und dann sind sie schon ein Stück größer und gleich sind sie, ja, komm, die sind ja schon fast ausgewachsen. Ich habe die jetzt Und gerade zack. erst gesetzt und schon ausgewachsen. Das ist auch. Ja. Ja. Das ist mal wieder so Extrem. ein Update halt oder so ein Patch, der eigentlich mehr kaputt macht, als dass er irgendwas heile macht. Wir sind schon fertig gewachsen. Was hattest du gerade, Luis? Was an Stacks alles fertig war, glaube ich, ja. Ja, So, das jetzt nehme sieht ich es hier mal nochmal aus an, wie ein als wir Wald. uns diese Woodframes da geackert haben. Dann müssen wir Material mitnehmen für TNT zu bauen, oder? Ja, dann müssen wir Material mitnehmen, um TNT zu bauen. Ist es. Oh, da ist ja noch eine Riesenlichtung. Sag mal, was habt ihr an Holz weggehauen? Als Rodung. Wir gar nicht. Gar nichts, gar nichts. Wenn dann andere. Da kann ich ja noch mal ein Stack setzen. Warum klauen die eigentlich immer rund um unsere Base die Ich Bäume? weiß auch nicht. Irgendwie muss das hier Hauptspawngebiet sein für Neuankömmlinge. Ja, ist so. Irgendwas hast du da wieder falsch eingestellt. Ja, genau, auf unserer Basis. Genau. Da steht in der Config, auf unserer Basis alles spawnen lassen. Genau. Genau. Das erklärt dann übrigens auch die ganzen Keystones, die wir haben. Die armen Kerle werden dann immer von uns gleich niedergemetzelt. Oh. Das erinnert mich an Rust-Zeiten. Ich Nackt, nur glaube, mit dem Stein. ich kann den Punkt festlegen. Irgendwo in Dateien. Ich muss mal nachschauen. Und du legst unten noch alles voll mit Woodspikes, ne? Damit jeder, der neu kommt, auf dem Server gleich richtig Spaß hat, ne? Plopp. Instant Keystone. Eine Keystone-Fabrik wäre das dann. Oh je. Nee, das wäre fies. So was machen wir denn? Nee, das sind die Standard-Spawn-Punkte noch. Ja, genau. Genau. Wer den Sturz überlebt und seinen Keystone behält, der darf hier weiterspielen. Haben wir denn Material für TNT? Ja, jede Menge. Dann kann ja, na gut, wir können ja während wir laufen craften, ist ja kein Ding, oder? Naja, warte, ich bring die Kohle mit hoch. Die Kohle. Alle Vogelnester hier leer gemacht. Nimm mal alles mit, nimm mal alles mit. Ich schlepp jetzt auch alles mit hoch. Weiß ich nicht, die beiden haben ja die Koordinaten. Ich laufe nur hinterher.
Also ich habe jetzt für Fibers habe ich jetzt knapp 86 Stück dabei. Also wir können 86 TNTs machen, wenn es dir reicht. Ja. Wir. Ja, wir nehmen alles mit, was du für TNT brauchst, Breeze. Genau, wir gehen wieder in der Base rein. Wir wissen nur nie, ob der Keystone geschützt ist oder nicht. Ja, da müssen wir uns überraschen lassen, wie gut das Ding zugebaut ist. Nein. Den. Ich würde sagen, wir gehen in das, in der Wü was wir in der Wüste gefunden Ja, haben. da Aber das habe ich. machen wir in der nächsten Folge, denn die ist schon wieder zu Ende. Genau. Dann Okay. können wir ja schon mal loslaufen in die Richtung und ihr seht dann das Wenn wir alles davor stehen. Wenn wir übermorgen. davor stehen, genau. Dann Lieberei, bis du später. musstest mal das hier klein machen. Tschüss. Dann bis Ja. später. Tschüss. Tschüss. Tschüss.